Also 3,92 € übrigens. Da ist Gaming auch total wahnsinnig bei dem Skin. Da liegt er auch drauf ohne Ende, du. Der hat bald kein Haus mehr oder Essen, was bei ihm vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, ne? Gesundheitlich. Hm. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich bin der Dummwabbler und ich heiße euch willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Skins Video. Heute P90. Wir fangen wieder bei Platz 10 an, gehen hoch zu Platz 1 und ich streame übrigens jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr. Mhm. Auf dem Platz Nummer 10 liegt bei mir die P90 Shapewood. Die habe ich auch gerade vor kurzem geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal. Sehr schicker Skin. Man muss diese Holzoptik mögen, auf jeden Fall. Diese Bresssparenoptik. Gerade dieser Unterschied zu dem Stück hier oben, was halt, also ich meine, es muss ja mechanische Teile geben, also metallische Teile, sag ich mal, weil die Waffe sonst wahrscheinlich nicht wirklich funktioniert. Es gibt Leute, die sich Waffen gedruckt haben mit 3D-Druckern und die gehen halt schnell kaputt. Der Skin kostet 5,01 € in FN und ist für jeden Holzliebhaber auf jeden Fall die Wahl Nummer 1. Ne? Auf dem 9. Platz liegt bei mir die Fallout Warning. Ihr wisst ja, das Zeichen rot, beziehungsweise, wenn es grün wäre, wäre sie sogar noch ein bisschen weiter oben im Ranking, aber es ist halt dann doch nur rot. Hier vorne richtig schön verkratzt, weil wenn du durch den atomaren Morast stapfst und die Zombies halt auch mitunter einfach verschlägst mit dem Ding, dann kommen halt noch so Kratzer rein. Weißt du, steckst du in den Mund rein, die beißen drauf, gibt dann immer eine brutale Schweinerei. 20,18 € kostet der Skin. Warum sind die Waffen so teuer? Die sind auch schon in einer bestimmten Kiste. Die kann ich für einen Trade-Up gebrauchen. Angebot und Nachfrage, mein Sohn. Schon mal gehört? Auf dem Platz Nummer 8 liegt die Desert Warfare. Die hat so ein Schal drumherum gewickelt. Alle, die früher diese Schals getragen haben oder immer noch tragen, diese riesigen, ihr wisst schon, die hatten... Wie hießen die denn, die Dinger? Was ist da drauf? Ist da eine... Guck mal, da ist ein Skorpion. Okay, alles klar. Aus einem bestimmten Winkel. Sah es aus wie eine tanzende Krabbe. Hört auf, mich auszuladen. Jetzt, guck! Hier ein Arm, hier die zwei... Die sieht jetzt an sich erstmal nicht so ultra spektakulär aus, aber ich finde gerade, weil sie so toll ausgearbeitet ist, wenn man hinguckt, erkennt man auch immer mehr weitere Details. Hier dieser kleine Schriftzug. Hier sind solche Striche. Ich finde es super. Hier vorne um den Ringel noch so ein... Ringel. Das Teil kostet 2 € in FN und weiter geht's. Jetzt rasten alle total aus. Was, Asimov? Auf 7. Platz nur? Bist du behindert? Ich habe schon sehr oft kundgetan, dass mir die Asimov-Skins tatsächlich nicht gut gefallen. Ja, auch nicht die AWP. Gibt es noch einen anderen Asimov? Ich habe noch eine P250 oder so. Es sieht schon gut aus, auf jeden Fall. Aber es gibt andere Waffen, wie ihr gleich sehen werdet, die mir einfach besser gefallen, wie diese Asimov. An sich sind weiße Skins ja auch ziemlich cool und weiß und orange sind eine schöne Mischung. Aber irgendwie halt doch nicht. Vielleicht baut sich meine Aversion gegen die Waffe aus. Möglich. Übrigens findet ihr es schlimm, dass ich die Zahlen jetzt wieder nicht anzeige. Zwischendurch habe ich es mal gemacht, dass bei jeder Waffe oben dann irgendwo eine Zahl stand, dass ihr wisst, wo wir gerade sind. Wir sind übrigens gerade bei Platz 7. Aber manchmal vergesse ich es im Editing einfach. Dann bin ich am Rendern, dann denke ich erst, oh shit! Aber das Video muss ja dann auch pünktlich kommen. Das hier wird heute hoffentlich, höchstwahrscheinlich auch wieder pünktlich kommen. Ich hätte es eigentlich schon längst aufgenommen, aber ich war heute Nacht auf einer Pyjama-Party. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich hatte nicht vor zu übernachten, aber meine Freundin hat mich genötigt. Naja, jetzt ist es halt schon Sonntagmorgen, ne? Ich muss mich halt auch mal, der frühe Vogel fängt auch mal gerne so ein Butterbrot, ne? Diese Asimov kostet im Moment 16,05 €. Die Preise sind wie immer alle von CSGO Stash. Die P90 Trigun liegt auf dem 6. Platz und sieht schon besser aus wie die Asimov, oder? Finde ich. Ja gut. Guck mal, da sind Pfeile drauf. Unter anderem hier oben. Da siehst du, in welche Richtung sie höchstwahrscheinlich schießt. Der Pfeil hier soll dich verwirren. Der auch. Die schießt nämlich meistens nicht nach hinten. Na? Hier ist das Magazin auch schön ausgearbeitet. Das gefällt mir gut. Das hier. Das Design zieht sich hier oben drüber und ist zwar komplett verändert, aber trotzdem gleich. Also theoretisch das gleiche, nur anders. Die kostet im Moment 2,83 €. Ja. So, jetzt wird es schon interessant, da wir sind auf Platz 5 angekommen. Die Chopper liegt bei mir auf diesem Platz. Denkt euch den Sticker einfach mal weg. Diese Flammen. Ich finde, das passt schon sehr, sehr gut zur P90, wie man sie eben spielt. Meistens im Laufen auf den Gegner zu. Das Teil kostet im Moment, habe ich denn da aufgeschrieben? Ich glaube 1,15 € oder 1 € bis 15 €, aber ich glaube, es ist 1,15 €. Meine Handschrift ist schrecklich. Oh Leute, Platz Nummer 4, die Emerald Dragon. Jetzt wird's sexy. I'm a guy. Guckt euch das Teil an. Tiere und sowas. Es wird immer heißer, immer harder. Es hat mich direkt beim ersten Ansehen so ein bisschen an Super Mario erinnert, mit den Wolken, die man hier sieht. Was soll ich jetzt so sagen? Da ist ein Drache drauf, hallo? Dieses Teil war vor ein paar Wochen mit 83,01 € ausgeschrieben. Ich habe jetzt aber vor kurzem nochmal reingeschaut, da waren es irgendwas mit 60 €, also... Könnt ihr ja nachschauen. Jetzt kommen wieder die Top 3. Ihr könnt also raten, was auf meinem 3., 2. und 1. Platz ist. Ich bin gespannt, ob ihr diesmal richtig ratet. Ne? Ein paar von euch liegen ja total daneben. Aber viele sind auch voll drauf. Habt ihr gut gemacht, Leute. Habt ihr gut gemacht. Achtung! Der 3. Platz. Die Grimm. Farbe. Motive. Sick. Preis. 82 Cent. I'm gay. Hier vorne. Keine Ahnung. Jemand draufgemalt. Sexy. Dieser Skin ist und bleibt mein Platz. Nummer 3. Ich dachte lange Zeit, dass die ultra teuer wäre. Aber wie gesagt, 82 Cent, da legt Game ja fast noch drauf. Kommen wir zum Platz Nummer 2. Habt ihr schon geraten? Gut. Da steht die Death by Kitty. Ist die nicht cool? Schön bunt. Es sind ganz viele
Katzenschädel drauf. Sie ist schön bunt, habe ich dir schon gesagt. Die fällt halt ultra auf. Wenn du das Teil spielst, dann alle, oh, guck mal, da hat die Death by Kitty. Schön, schön. Schön für ihn. Echt geiles Teil. Nicht so geil wie die Hyperbeast, um Gottes Willen. Aber schon nicht schlecht. 28,70 Euro kostet das gute Teil in FN. Miau. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Platz Nummer 1. Zieht euch warm an. Ratet doch mal kurz. Überlegt, was könnte jetzt kommen? Und da haben wir es schon, die Shallow Grave. Oh mein Gott. Guck mal, da liegt jemand drin, eingebettet in, keine Ahnung, Zeug. Fleisch, Schlangen. Schlangenfleisch vielleicht. Guck mal hier, diese, da ist ein Schwert drauf. Hallo, ein Schwert. Guck mal da hinten. Eine Bambusratte oder sowas. Keine Ahnung. Voll schön. Dein Auge. Voll so mystisch und keltisch und Dragonborn. Und so weiter. Richtig Skyrim. Die ist total fancy. Oder wie Frauen sagen würden, ich finde die super schön, du, ne? Ich finde die super toll. Die ist so super, super. Kaffeekürbis, Starbucks, H&M. Wie hieß diese eine Kette nochmal? Diese Ladenkette. Eclairs oder so. Die ist voll Eclairs. Ja, ich hoffe, ihr habt alle richtig geraten. Ihr könnt jetzt an der Stelle gerne nochmal erwähnen, wie euch das Top 10 Listchen hier gefallen hat. Und oder wie eure Top 10, Top 5, Top 3 oder auch euer erster Platz hier aussehen würden bei den P90. Also 3,92 € übrigens. Hört auf, das zu vergessen. 3,92 €. Da ist Gaming auch total wahnsinnig bei dem Skin, ne? Da legt er auch drauf ohne Ende, du. Der hat bald kein Haus mehr oder Essen, was bei ihm vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, ne? Gesundheitlich. Letztes Mal habt ihr, ich weiß nicht, ob wir die 100... Doch, wir haben über 100, ihr habt über 100 Daumen drauf gekloppt, ne? Habt ihr nicht sogar fast 150 Daumen drauf gekloppt? Nee, ich glaube nicht. Es wächst immer weiter an, diese Top 10 Dinger. Wahrscheinlich je näher wir an die großen Skins kommen. Und ich bin doch sehr, 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 sehr gut gelistet. Ich glaube, ich bin mit Abstand sogar der bestgelistetste, wenn man CSGO Top 10 Skins German oder wie auch immer oder sogar ohne German eingibt oder Deutsch. Weil ich eben alle Skins mache. Also das geht schon, die Vorherrschaft liegt in meiner Hand. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hast du ein Problem oder was? Eine meiner ersten Software für die 90. Eine ultra schwache, elektrische, aber die war so sexy, right? So sexy.